Bundestag. Man hört das ja auch auf der Plenarebene ganz gut. Haben Sie Verständnis? Und ich sag mal, Sie sitzen wahrscheinlich in der nächsten Bundesregierung. Sie könnten dann eventuell die Weichen stellen. Wir warten es mal ab. Aber momentan ist die CDU bemüht, dass Sie da sitzen. Genau, wir warten immer die Wahlen ab und verteilen nichts vorher und versprechen aber auch nicht zu viel vorher. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich gerne gekommen. Ich hatte gerade ein Gespräch mit Betriebsräten der Deutschen Bahn, wo es auch um Arbeitsbedingungen bei der Bahn eben ging, und habe dann dort gesagt, jetzt gehe ich gleich zu denen, die Lkw fahren. Bei der Bahn hat man eine hohe Tarifbindung. Fast alle Eisenbahnverkehrsunternehmen zahlen Tariflöhne. Es gibt dort Kontrollen, starke Gewerkschaften und Betriebsräte. Und es ist uns natürlich klar, dass die Bedingungen hier ganz andere sind. Und das hat natürlich immer auch was mit dem Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern zu tun. Und die werden dann über Arbeitsbedingungen der Menschen ausgetragen. Und das darf natürlich nicht sein. Deswegen bin ich gerne gekommen. Und wir haben gleich eine namentliche Abstimmung, deswegen geht es dann auch gleich wieder zurück zur Abstimmung und zu weiteren Terminen. Denn zur Erklärung, eine namentliche Abstimmung ist ein Pflichttermin, genau. Da dürfen Sie nicht fehlen. Das gibt nicht nur Ärger mit dem Fraktionschef, sondern auch mit der Bundestagsverwaltung. Und man kriegt Geld abgezogen. Genau. Und man kriegt noch obendrein auch noch Geld abgezogen. Ja, genau. Wie muss man sich das denn vorstellen im Verkehrsausschuss oder warum werden die Lkw-Fahrer, die Spediteure diese Sorgen, warum werden die nicht gehört? Versandet das in der Bürokratie, die dort herrscht, oder wie muss man sich das vorstellen? Naja, es sind natürlich auch unterschiedliche Zuständigkeiten. Zuständigkeiten national, Zuständigkeiten auf EU-Ebene. Dann gibt es eben auch Länder, die nicht zur EU gehören und dann diese Dinge, die dann für die nicht entsprechend geregelt sind, ausnutzen. Und es gibt zu wenig Kontrollen des Ganzen, das werde ich dann auch gleich noch kurz ausführen. Und ich fange einfach mal an mit dem, was ich sagen wollte, und dann sehen genau, wir, ob noch wichtige Fragen sozusagen offen und übrig geblieben sind. Ja, also wie gesagt, ich bin gerne gekommen, weil das Thema Arbeitsbedingungen genauso wie der Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern uns wichtig ist. Wir wollen den Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern. Aber der muss eben auch fair sein, und das, was derzeit stattfindet, ist eben nicht fair und vor allem nicht für die Beschäftigten fair, aber natürlich auch nicht für die Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, vielleicht auch eine lange Tradition in Deutschland haben, vielleicht eine enge Verbundenheit mit dem Ort, an dem sie sind. Ich möchte es aber mal beginnen zunächst mit dem Dank an diejenigen, die Lkw fahren, zu Bedingungen, die nicht immer einfach sind, lange unterwegs sein, ungünstige Arbeitszeiten, vielfach auch übernachten im Lkw oder eben sonst wie auswärts, jenseits des eigenen Wohnorts, jenseits der eigenen Familie. Ich weiß, was das bedeutet, und ich sag mal auch vielleicht ein bisschen auf die Frage, die Sie gerade gestellt haben. So manchen, auch mir persönlich, ist es letztes Jahr zu Beginn der Corona-Krise noch mal deutlicher geworden, wie die Situation ist, als nämlich WC-Anlagen gesperrt wurden, wo Unternehmen keine Fremden von außen mehr in ihre eigenen sanitären Anlagen reingelassen hat. Da ist nochmal sehr deutlich geworden, wie prekär manche Dinge entweder sind oder eben durch veränderte Rahmenbedingungen auch werden können. Und das sind natürlich Zustände, das kann und das darf nicht sein. Und da geht es auch nicht darum, ob einem der Lkw sympathisch ist oder nicht sympathisch ist, sondern anständige Arbeitsbedingungen muss es überall geben, bei der Bahn, in der Luftfahrt, auf der Straße, beim Lkw, überall müssen die Arbeitsbedingungen so sein, dass Menschen anständig bezahlt werden und dass sie Sozialstandards haben, die in Ordnung sind und die nicht wesentlich gegenüber den Beschäftigten anderer Sektoren hinten anstehen. Und ich weiß und wir wissen, dass Sie, die Lkw fahren, aber auch die Spediteure, die das Ganze organisieren, einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen volle Regale in den Supermärkten vorfinden und dass Unternehmen, die produzieren, möglichst pünktlich die Teile bekommen, die sie brauchen. Das heißt, Sie sind ein wichtiges Rädchen im Getriebe, so wie andere Bahnunternehmen und so weiter eben auch. Und es muss funktionieren. Und